willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe mir einen neuen Hairstyler gekauft und zwar ist es so ein Crepeisen oder Crimper, kann man glaube ich auch dazu sagen. Da sind drei verschiedene Aufsätze mit drin und ja, die sind verschieden wellig, also verschieden groß die Wellen. Allerdings finde ich, ist da kein großer Unterschied zu sehen, aber ich hatte sowas als Kind schon mal und dann habe ich mir glaube ich mal eine einzige Strähne oder sowas als Kind gemacht. Und irgendwie hatte ich da total Bock wieder drauf, sowas zu machen. Und deswegen habe ich mir den letztens bei Amazon gekauft, der war auch sehr, sehr günstig. Der hat ursprünglich, glaube ich, irgendwas bei 25 Euro gekostet, dann gab es da aber noch irgendwie 12 Euro Rabatt. Und ja, dann habe ich irgendwie letztendlich nur 12 Euro ein paar Zerquetschte dafür bezahlt. Ich verlinke euch den nochmal hier unten in der Infobox, dann könnt ihr gerne nachschauen. Ich weiß nicht, was der jetzt kostet, also es kann sein, dass er jetzt teurer ist, weil es gab da wie gesagt Rabatt drauf. Und ja, ich werde mir jetzt auf jeden Fall damit mal die Haare kreppen, crimpen, wie auch immer. Ich habe keinen Plan, wie das nachher letztendlich aussehen wird. Ich hoffe, es sieht dann einigermaßen gut aus. Und ja, wir schauen einfach mal. Das hier ist jetzt der Crimper und ich habe ganz vergessen zu sagen, dass da auch noch Glätteisenaufsätze dabei sind. Ist ganz cool, das sind die drei verschiedenen Wellenaufsätze. Den Glätteisenaufsatz werde ich nicht benutzen, weil ich mein Glätteisen habe, mit dem ich zufrieden bin. Und man kann bei dem auch die Temperatur einstellen und zwar zwischen 160 und 220 Grad. Das finde ich auch auf jeden Fall sehr, sehr gut. Was ich nicht so gut fand, ist, dass da keine Anleitung dabei ist, wie man die Aufsätze auswechseln kann. Aber bei Amazon hat auch jemand eine Bewertung geschrieben, wo dann eben halt ganz genau erklärt ist, wie das gemacht wird und das werde ich euch jetzt auch nochmal zeigen. So, das ist jetzt hier das Gerät. Das ist von A-Body oder irgendwie sowas. Und hier an der Seite könnt ihr eben halt sehen, dass man die Temperatur noch einstellen kann. Wie genau das funktioniert, das weiß ich jetzt auch noch nicht. Das werde ich gleich erst ausprobieren. Und hier ist dann eben halt der Knopf zum Anschalten. Das hier sind die drei verschiedenen Aufsätze. Ich glaube, das könnt ihr jetzt gar nicht so wirklich gut erkennen mit der Größe, mit der Wellengröße. Aber ich entscheide mich einfach mal für die größte Größe und das ist eben die hier. Und jetzt zeige ich euch, wie man die auswechselt. So, das Auswechseln ist gar nicht so einfach. Das ist schon ein bisschen schwer. Auf jeden Fall müsst ihr diesen oberen Teil hier festhalten. Also ihr könnt hier auch den Aufsatz mit festhalten. Und ich schiebe von unten den Aufsatz quasi mit hoch. Und dann müsst ihr halt hier hinten hochziehen, hochdrücken. Und dann könnt ihr die hintere Schale so abziehen und den Aufsatz eben halt auch mit rausnehmen dann. Das Ganze dann auch nochmal auf der anderen Seite. Ein bisschen Kraft geht das schon. Und dann setze ich einfach den Aufsatz, den ich haben möchte, hier ein. Da muss ich halt auch gucken, dass das genau drinne liegt. Also so wie hier jetzt bei mir liegt er gerade nicht drinne. Also da liegt er hier auf der Seite richtig, da nicht. Da muss drauf geachtet werden, dass der halt richtig drinne liegt. So wie jetzt, jetzt liegt er wirklich richtig drinne in den Schienen. Dann kann ich auch diese Plastikkappe wieder aufsetzen. Und eine Seite ist schon mal fertig. Dann nur noch die zweite Seite, Plastikkappe wieder draufsetzen und fertig. So, ich habe den jetzt eingesteckt in den Strom. Das Kabel ist auf jeden Fall schon mal sehr schön lang. Ich werde den jetzt mal anschalten. Okay, jetzt leuchten hier zwei rote Lämpchen. Einmal bei Power und bei 220 Grad. Ich drücke jetzt einfach nochmal auf den Anschaltknopf. Okay, dann geht er runter auf 200 Grad, dann auf 180, dann auf 160 und dann wieder aus. Das ist ja wirklich sehr, sehr simpel und ich werde das mal auf 200 Grad einstellen. Jetzt lasse ich den erstmal vorheizen und dann legen wir auch schon los. Hier ist nur was runtergefallen. Das passiert, wenn das Ding nicht richtig befestigt ist. Also jetzt ist das Gerät heiß. Das wollte ich gerade eigentlich sagen. Es ist wirklich sehr schnell heiß geworden. Ich habe nur einmal kurz den Akku von der Kamera getauscht und schon war das heiß. Ich hoffe, ich kann jetzt trotzdem die Platte da irgendwie aufsetzen. Also ich werde natürlich das Gerät erstmal wieder ausschalten und dann nochmal die Platte versuchen, richtig reinzusetzen. Zum Glück war da ein Hitzeschutzhandschuh dabei. Den werde ich zwar für den Gebrauch nicht benutzen, aber jetzt um das Plastik hier zu entfernen, weil das doch sehr, sehr warm ist. Mit Handschuh gar nicht mehr so leicht. Ah, geht doch. Okay, und jetzt darauf achten, das richtig reinzusetzen. Okay, ich würde sagen, jetzt ist es tatsächlich richtig drin. Ich hoffe es zumindest. Gut. Und wieder anschalten und wieder aufheizen. So wie eben gerade auch ist das Gerät wieder ganz, ganz schnell aufgeheizt. Ich werde mir jetzt einmal die Haare bürsten und dann lege ich auch schon los. So, als erstes teile ich mir hinten eine Partie ab, damit ich die Haare leichter kreppen kann und mir nicht alle anderen Haare im Weg hängen. Die untere Haarpartie teile ich mir jetzt nochmal in zwei Strähnen auf und jetzt geht's los!
habe jetzt eine kleine dünne Strähne genommen. Ich werde das Glätteisen, wollte ich was sagen, den Krimper da jetzt mal so 10, 12 Sekunden dran halten und dann halt weitergehen. Ich muss mich zwischendurch immer mal zum Spiegel drehen, weil sonst sehe ich nicht, wo ich ansetzen muss. Und dann habe ich nachher gekreppte Haare, glatte Haare, gekreppte Haare, glatte Haare. Aber scheint ganz gut zu funktionieren. Dünner und deswegen reicht das dann auch. So, die erste Strähne ist fertig und ich finde, das sieht so schön aus, so ganz kleine Wellen, total cool. Ich bin so gespannt, wie das nachher aussieht, wenn die ganzen Haare voll damit sind. Vielleicht ist es dann auch zu viel. Die nächste Partie. Und was ich vergessen habe zu sagen, ist ganz, ganz wichtig, immer Hitzeschutz benutzen. Ich habe mir vorher auch Hitzeschutz in die Haare gemacht und ich habe auch Schaumfestiger drin, weil ich finde, dass die Locken oder in dem Fall jetzt Wellen einfach dann viel, viel besser halten. I would do anything just to get you back again. I would do anything at all. I know I'm not innocent. You deserve a better man. Let me just hold your hand once more. I wanna take you out. Ooh, ooh, ooh. Show you what I'm all about. Ooh, ooh, ooh. Make up for what we lost. Tonight is the night that we're gonna fall in love. I don't care about you and him. I don't care about what has been. I only care about your soft skin. Cause we're still sleeping in my head. I don't care about you and him. I don't care about what has been. I only care about your soft skin. Cause we're still sleeping in my head. Gucken, wie ich das mache, denn das kann in einem Mittelscheitel nämlich ganz schön hässlich sonst aussehen. Auf jeden Fall werde ich mir erstmal hier hinten einen Teil abteilen, so wie ich das sonst auch immer mache, wenn ich mir die Haare locke oder welle. So, ich bin jetzt durch mit den Haaren. Das sieht natürlich noch total krass aus. Ich werde das jetzt aber ein bisschen abkühlen lassen und dann mal versuchen, so ein bisschen zu stylen und dann gucken, wie es am Ende dann aussieht. Drück mir die Daumen. So, das ist jetzt das Endergebnis. Es ist ganz schön krass, ungewohnt für mich. Und das ist ein ganz schöner Lockenkopf, den ich jetzt habe. Also es ist so ein richtiger Afro-Look sozusagen. Weil irgendwie ist es auch geil, also irgendwie schafft das auch, also irgendwie gefällt es mir. Egal, jetzt muss ich sowieso so zu einer Party gehen. Naja, mal gucken, wann ich mich dran gewöhnt habe. Zur Not müssen die Haare halt nass gemacht werden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich wie immer über euer Däumchen nach oben freuen. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann würde ich mich auch mega über euer Abo freuen. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns in meinem nächsten Video wiedersehen. Bis dann, tschüss!